Hey, yo, yo, Leute, XBLMAX X am Start. Also, wie ihr seht, wir sind hier heute mal in Minecraft. Und zwar, ich möchte euch mal meine Map zeigen, die ich auch ab sofort oder halt ab und zu mal spiele, meine ich. Ja, wer sie haben möchte, werde noch den Download-Link in die Beschreibung tun. Wer das Video jetzt sieht vielleicht. Und dann, ja, mal schauen. Also, das hier ist meine Haupthütte mit 5 Hunden. Hier, Essen, ist aber auch nicht ganz sehr viel drinnen. Hier mein ganzes Zeug. Oh. Dann haben wir hier noch Ofen. Beschildert ist auch noch alles. Und haben wir hier noch, ja, Dachboden. Oder halt den ersten Stock. Mit Rüstung, Bett und alles. Und ja. Wir gehen mal in den Keller. Der auch meiner Meinung nach ziemlich groß ist. Hier Waldholz. Ist halt das hier. Boah. Schilder zum Beschildern. Was halt hier noch reinkommen soll, das, dürft ihr entscheiden, das ist mir egal. Ja, meine noch mal eine kleine Plantage. Ja, klein trifft sich gut. Hier noch dieser unendliche Wasserfluss. Kiste mit schon einigen Zeugs drinnen. Hier sind noch die Eimer drinnen. Dann hier Kürbis- und Melonenfarm. Habe ich mir so ein bisschen Platz geschaffen. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier weg. Also ich habe das hier bloß für die Nacht gemacht, das hier. Ja. Dann gehen wir jetzt mal auf zum nächsten Haus. Und hier, ja, hier ist noch die andere Plantage mit auch Äpfel und so. Also ich weiß, ich habe hier das hier letztens nicht gemacht. Also, oder halt noch nicht gemacht. Mal schauen. Weil, den Weg habe ich noch nicht gemacht und das Dach hier auch noch nicht. Habe ich erst gestern damit angefangen. Hier mein kleiner Mob-Spawner. Ich weiß jetzt, wenn andere sagen, oh Gott, das ist von Gronkh geklaut, ist mir egal, weil ich finde die Idee super. Hier ist auch schon noch einiges drin. Ja, komm. Okay. Achso. Ja, hier ist der Mob-Spawner. Und ja. Wohin gehe ich? Wofür die Räume hier sind, dürft ihr euch auch noch entscheiden. Das ist euch überlassen. So. Ja, und hier haben wir noch eine kleine Aussicht zu den Zombies, die dann in der Nacht spawnen. Oder verbrennen jeweils. Okay, es wird Nacht. Es trifft sich gut. Stimmt, cool. Moment, da gehen wir mal lieber wieder auf den Weg. Ja. Okay, hier haben wir nochmal beschildert. Wald. Also, ja, okay, hier ist eigentlich sehr viel Wald, aber das ist halt meine Holzhütte oder meine Holzfällerhütte, die ich auch sehr toll finde. Hier ist aber leider nichts drin, also ist einfach bloß so irgendwas so zur Deko. Ui, ouch. Ja, und hier sieht man den wunderbaren Sonnenuntergang. Ja, und das ist hier meine kleine Strandhütte, sag ich jetzt mal, mit einer Brücke. Moment, ich gehe mal schnell pennen. Habe ich die Monster an? Nee, gut. Ja. Schnarch. So, passt. Ja, es ist also ein kleines Let's Show über meine Map, was ich halt denn so habe. Und wer halt auch ein Let's Play möchte, der soll halt einfach Bescheid sagen, aber dann höre ich mit Assassin's Creed. Moment. Dann höre ich aber mit Assassin's Creed und Modern Warfare 2 auf. Okay, mit Modern Warfare 2 mache ich gerade eh nicht weiter, aber was soll's. Ja. Also wer das möchte, der soll einfach in die Kommentare schreiben. Aber dann, wie gesagt, ist Assassin's Creed weg, also fällt es weg. Ich hätte noch Part 4 hochladen und Part 2. Aber dann fällt es halt weg. Gut, das ist jetzt hier der kleine Leuchtturm. Geht man hier nach oben. Ich weiß, der Aufstieg ist nicht gerade besonders. Dürft ihr auch noch ändern. Ist dann in eurer Map, wenn ihr sie gedownloadet habt. Ja, so viel zum Thema. Muss ich irgendwie bei mir noch verbessern. Oder für mich. Moment, was war das hier? Ah. Das wollte ich noch abbauen. Ey. Boah. Nein. Ach Gott. Wartet mal. So ist es jetzt für mich am besten. Ja. Fenster. Leuchtturm. Fail. Hopp. So.
Ja, das wäre eigentlich schon so ziemlich wieder alles gewesen. Ach stimmt, meine Mine wollte ich euch noch zeigen. Da geht, da fliege ich jetzt aber. Ah, genau hier. Der Weg zum Leuchtturm. Das ist eigentlich auch ziemlich simpel. Einfach hier. Hopp. Ach, scheiße. Hopp. Okay, hier. Das kennt ihr ja schon. Ja. Und dann haben wir hier noch den kleinen Eingang. Bloß wofür dahin? Oh, zu unserem Keller. Kann man dann ganz schnell wieder in die Wohnung gehen. Jetzt zeige ich euch noch schnell was. Und zwar meine Mine. Hopp, hopp, hopp. Hier. Also, da geht's zum Haus. Da geht's in den Wald. Und da geht's in die Mine. Wie man auch geschildert sieht. Mine. Smiley. Hopp, hopp, hopp. Ja. Das muss ich noch irgendwie ausbessern. Mache ich jetzt am besten nochmal schnell. So, und hier noch. So. Besser. Wir haben hier noch eine Kiste. Da könnt ihr eure Sachen zum Beispiel jetzt hier Schaufel oder so oder Axt meine ich für den Höhlenbesuch reinlegen. Boing, 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 boing. Und dann ist hier so ein kleiner Höhleneingang. Ja, das wäre eigentlich auch schon wieder so ein bisschen alles gewesen. Ja, ich weiß, der Shader Mod ist ein bisschen verbuggt. Ja. Ich habe noch gar den Creative Mod an, sehe ich gerade so. Ja, also wie gesagt, wer die Map downloaden möchte, es ist eine wirklich No-Cheater-Map. Ich habe bis jetzt bei dieser Map noch nicht gecheatet. Es ist wirklich mein Ernst. Hier ist auch noch so ein kleiner Eingang. Und ja. Ich weiß, ich habe den Too Many Items Mod drin, aber was soll's. Das ist für die anderen Maps, was ich noch habe. Aber da kommen wir dann irgendwann mal noch dazu. Ja. Meine kleine Map. Leuchtturm, Strandhaus, Holzfällerhaus, Monsterfallenhaus und Haupthaus. Ja. Ah, da hinten, da sieht man noch einen kleinen Krater. Ah, das ist nicht wegen mir, ne? Das ist jetzt hier Shaders Mod. Ja. Mal schauen, ob der NPC noch lebt. Lebt, weil da war nämlich mein NPC da, Dorf. Da ist ein Hund. Ah, hinten ist wieder NPC noch. Also NPC. Na, was geht denn, alte Socke? Hab ich dich ausgerottet? Au. So. Moment, was ist denn das hier drüben? Na, ah, das kenne ich doch schon. Ja, das wäre eigentlich schon so wirklich wieder alles gewesen. Wer sich die Map downloaden möchte, der Link ist unten in der Beschreibung. Müsst ihr einfach mal gucken. Kommt drauf an, wann also wer das jetzt dann halt hier noch so sieht, das wird dann vielleicht in so 2 Tagen, nachdem das Video draußen ist, vielleicht drin sein. Wenn es nicht drin ist, warnt mich vor. Ja. Das wäre eigentlich schon so ziemlich wieder alles gewesen. Ja, wer sich die Map downloaden will, Beschreibung. Abonnieren bitte nicht vergessen, Daumen hoch und favorisieren. Bis denne.